Weniger ist mehr wird Ihnen präsentiert von der PSD Bank Karlsruhe Neustadt EG. Willkommen, liebe Zuschauer. Toll, dass Sie das Hochschule Pforzheim Magazin eingeschaltet haben. Wir sind heute bei der Sonderveranstaltung Umweltpolitik zwischen Visionen und Realpolitik zu Gast. Sie fand statt im Rahmen der Ringvorlesung Ressourceneffizienzmanagement an der Hochschule Pforzheim. Kurz vor dem erneuten harten Lockdown wurde der große Hörsaal des Audimax zu einem Fernsehstudio umgestaltet. Das Programm eine Live-Diskussion ohne Zuschauer, aber mit einem prominenten Gast. Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Leiter des Institute for Industrial Ecology, Professor Mario Schmidt. Nach einer kurzen Begrüßung und dem Impulsreferat des baden-württembergischen Umweltministers stand die Diskussion mit den Studierenden im Vordergrund. Dabei durften auch persönliche Fragen gestellt werden, etwa zum Werdegang von Franz Untersteller. Wie konnten Sie noch nicht die Geduld verlieren in so einem Beruf und gerade im Blick auf Fridays for Future, ist jetzt vielleicht noch eine zweite Frage gleich drangehängt. Ab wann wussten Sie denn, dass Sie diesen politischen Weg einschlagen wollen? Ich habe das nicht geplant. Überhaupt nicht. Das war alles Zufall. Schlichtweg Zufall. Also Sie müssen sich vorstellen, ich habe Landschaftsplanung studiert in Nürtingen und wollte eigentlich Gartenarchitekt werden. Habe dann übrigens meine Diplomarbeit als Landschaftsplaner zu einem Thema geschrieben, das hieß die Bedeutung der Rheinaue zwischen Wiel und Weißweil aus der Sicht der Regionalplanung und deren mögliche Gefährdung durch eine Industrieansiedlung. Das Wort Atomkraftwerk durfte ich nicht schreiben. Ja? Das war damals die Auflage der Fachschaft. Ich darf nicht Atomkraftwerk schreiben. Sonst genehmigen die mir es nicht. Also irre Situation. Vor 40 Jahren war es so. Heute ist der Hochschule das natürlich peinlich wie sonst was. Und das war die Eintrittskarte für mich dann auch als Mitarbeiter am Öko-Institut. Und sitze dann da eines Tages auf einem Podium vor 400 Leuten, als, ich glaube, da war ich noch Praktikant, gegen den, auf der anderen Seite, der Landwirtschaftsminister des Landes, Gerhard Weiser, mittlerweile verstorben. Ja, und ich habe da ausgebreitet, was da alles wie belastet ist. Die Leute standen Kopf und er hatte nicht den Hauch einer Chance. Und später hat sich herausgestellt, es ist die größte Dioxinbelastungsstelle in ganz Baden-Württemberg gewesen, gab es einen Untersuchungsausschuss im Landtag und so weiter. Und dieses Gutachten wiederum hat dazu geführt, dass irgendwann ich einen Anruf bekommen habe aus der Landtagsfraktion, vom damaligen Fraktionsvorsitzenden, ob ich ein paar Monate aushelfen könnte als Berater. Dann habe ich gesagt, ein paar Monate helfe ich, aber länger auf keinen Fall, mache ich nicht. Und aus den paar Monaten wurden viele Jahre als Berater und dann, Mario Schmidt hat es ja gesagt, 2006 habe ich dann selbst kandidiert, wurde dann gleich Stellvertreter von Kretschmann als Fraktionsvorsitzender und 2011 fragt er mich dann, ob ich das Umweltressort übernehme. Danach diskutierte die Runde über den Gegensatz von Vision und Realpolitik. Mich würde mal interessieren, wie Sie das sehen mit Friday for Future. Ja? Und ob Sie das Dilemma, in dem jemand steckt wie ich, der Landespolitik macht, der nicht auf alles Entscheidungszugriff hat. Ja, ich sage immer, 90% der CO2-Emissionen, auf die habe ich gar keinen Einfluss, weil sie in Brüssel entschieden werden. Im europäischen Emissionshandel, Grenzwerte bei Autos, bei Gebäuden werden die Dinge in Berlin entschieden, Gebäudeenergiegesetz. Wie Sie das sehen, wenn ich da konfrontiert mit werden mit bis 2030 Baden-Württemberg klimaneutral? Ich weiß, dass Frau Theobald Interesse an dem Thema hat. Ich studiere jetzt im dritten Semester Ressourceneffizienzmanagement und ich finde, dass die Fridays for Future Bewegung auf jeden Fall sehr, sehr wichtig war, um einen Anstoß zu geben. Ich kann das total verstehen, dass diese Ziele, die die Menschen, auch unter anderem ich, auf der Straße da rufen, sehr hochgegriffen sind und dass das für die Politiker natürlich auch schwer ist, dann zu sagen, ja, wir machen jetzt genau das. Aber für Sie als Regionalpolitiker ist es natürlich auch wichtig, oder für uns, dass wir bei Ihnen ansetzen und daraufhin nach oben kommen, weil wir als junge Menschen natürlich nicht gleich ans oberste Gerichtshof gehen können. Und genauso finde ich das richtig, dass wir von unten nach oben gehen und natürlich auch Sie fordern,
aber sie auch eine gute Möglichkeit haben, da auf uns einzugehen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Ich habe ja einige Male jetzt schon mit Friday for Future-Leuten diskutiert. Ja? Und ich bin da immer wieder, also einerseits, wie gesagt, ich habe wirklich große Hochachtung vor denen. Und die haben mir wirklich auch geholfen. Also ich hätte nicht hinbekommen im Klimaschutzgesetz, als erstes Bundesland, dass wir eine Pflicht Einführung von Photovoltaik, also die verpflichtende Einführung von Photovoltaik auf neue Nichtwohngebäuden ab 2022, hätte ich ohne die nicht hingekriegt. Der Koalitionspartner hätte da nicht mitgemacht. Die haben unter dem Druck gestanden. Am liebsten hätte ich es natürlich noch gemacht für Wohngebäude, aber das ging nicht. So, also erstmal große Hochachtung. Aber wenn ich mit denen diskutiere und denen sage, passt mal auf, Baden-Württemberg ist verantwortlich für 0,2% der globalen Emissionen. Ja, also wir haben 74 Millionen Tonnen im Moment noch, oder sogar drunter, also 0,2% der globalen Emissionen und für 99,8% nicht. Wieso man dann zu mir kommt und mir sagt, Baden-Württemberg muss bis 2030 oder 35, jetzt mal egal, klimaneutral sein, ja? Was ja ein paar Konsequenzen hätte. Ich meine, das stranguliert ein paar, um es mal überspitzt zu sagen. Jetzt nicht nur den privaten Gebäudebesitzer, wenn man Zugriff drauf hätte. Ja, ich habe ihn nicht mal. Aber mal angenommen, ich hätte ihn. Und man würde das dann machen und sagen, das Klima geht über alles, wir machen das. Wo ich denke, wem wäre denn da damit geholfen, wenn ich die Industrie, wenn ich die Gebäudebesitzer, da sozusagen mit sowas konfrontieren würde. Ich hätte alles, nur nicht Akzeptanz. Ja? Auf der anderen Seite ist es aber wichtig, dass so ein Hightech-Standort wie Baden-Württemberg mit in der vordersten Liga spielt, wenn es um die Frage geht, Technologien zu entwickeln und voranzubringen, die dann in anderen Teilen der Welt eingesetzt werden. Und das würde ich mir mehr wünschen von denen, dass sie die Dinge auch mit im Blick haben, statt zu mir zu kommen und gebetsmühlenartig von mir zu verlangen, ich soll Baden-Württemberg das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Wohlgemerkt, wir reden über 0,2% der globalen CO2-Emissionen. Und das ist so der Zwiespalt, in dem ich da bin, auf der einen Seite zu sehen, wie wichtig die sind, ja? Aber auf der anderen Seite denke ich, ey, wie kommen wir denn in der Diskussion zusammen? Da habe ich echt meine Probleme. Vielleicht haben Sie jetzt einen Teil der Antwort Ihrer Eingangsfrage schon gegeben, weil Sie ja gesagt haben, da wurde lange geschlafen und da ist lange nichts passiert. Und das ist einfach der Eindruck, unter dem junge Leute heute stehen, dass eigentlich die letzten 20, 30, 40 Jahre zu wenig passiert ist. Und dass das eben auch über all diese Zeit damit begründet wurde, von wegen es gibt technische Schwierigkeiten und so weiter, all das, was Sie jetzt gesagt haben, was heute wohl auch stimmt. Aber man hätte ja die Zeit gehabt. Ja? Und dann wird man halt auch irgendwann ungeduldig. Und ich glaube Ihnen das, aber ich glaube es nicht allen, die das die letzten 20, 30 Jahre gesagt haben, dass das nicht doch auch ein Stück weit eine Ausrede war. Also ich finde, es ist auch nicht so, wie Sie sagen, dass da nichts passiert ist. Wenn Deutschland heute, also 1900, im Jahre 2000, lag der erneuerbare Anteil im Stromsektor in Deutschland bei 4%. Ja, in Baden-Württemberg so um die 6%. So war es im Jahr 2000, vor 20 Jahren. Und die Strombranche hat damals gesagt, naja, also so arg viel mehr geht nicht. Ja, also ein bisschen vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle. Und außerdem teuer. Heute liegt der Anteil der Erneuerbaren im Stromsektor knapp unter den 50%. Zum Abschluss der Veranstaltung überreichte Professor Schmidt dem baden-württembergischen Umweltminister noch etwas so Unscheinbares wie Besonderes. Eine kleine Manganknolle aus den Tiefen des Pazifiks. Ein Geschenk für die nachhaltige Erinnerung. Nach der Veranstaltung fragten wir die Studierenden, hat die Diskussion sie inspiriert und haben diese Themen etwas mit ihrem Studium zu tun? Wir sind ja hier nicht nur die Hochschule für Wirtschaft, wir haben auch noch gerade auf der anderen Straßenseite die Fakultät für Technik und ich denke, das ist einfach ein sehr guter Schnittpunkt, um Ideen voranzubringen und gut umzusetzen. Also ja, eigentlich sind wir schon die richtigen Tüftler und Entwickler hier. Mit dem Studium Ressourcenmanagement lässt sich etwas bewegen. Gerade durch die Praxissemester sind wir in verschiedenen Betrieben und daher denke ich, dass wir dann einfach als Stimme auch in den Betrieben dann unser Fachwissen anwenden können und es dann einfach zur Umsetzung der Klimaziele dann auch führt. Macht die Diskussion Lust auf Politik?
Ich sehe mich jetzt nicht so in der Politik, aber trotzdem in einem Unternehmen, was viel bewirken kann, gerade mit unserem Studiengang, sind wir, glaube ich, gut aufgestellt, um außerhalb von der Politik trotzdem was zu leisten. Bremst die Realität nicht die Visionen aus? Ich finde, man sollte auch aufpassen, dass man es sich nicht zu einfach macht. Wenn man vielleicht eher immer die Hindernisse sieht, es sollte eben schon auch so sein, dass man die Vision noch hat und dass man dann eben doch auch manchmal überrascht wird von Dingen, die angeblich nicht gegangen sind und nicht geklappt haben. Und auf einmal klappt es doch. Und das geht dann nur, wenn man auch Visionen hat. Wie wirkt die Beschreibung eines Verantwortlichen aus der Politik auf zukünftige Macher? Also ich denke mal, dass es eher eine motivierende Diskussion gewesen ist, weil ich glaube, sehr klar geworden ist, dass halt auch schon was passiert ist, auch schon positive Dinge passiert sind. Und gleichzeitig wir natürlich als jüngere Generation dafür stehen, dass wir jetzt natürlich die Herausforderungen, die jetzt halt auch alle genannt wurden, angehen und dort halt dann auch eben genau die gleichen Ziele erzielen, wie denn der Herr Untersteller, der ja, wie er sagte, vor 20 Jahren angefangen hat in der Anti-AKW-Bewegung, so wie wir jetzt möglicherweise für die Anti-Klimawandel-Bewegung sozusagen stehen und in 20, 25 Jahren die gleichen Erfolge präsentieren können wie er auch. Vielen Dank für Ihr Interesse mit diesen Einblicken in die realpolitischen Rahmenbedingungen. Für ein ebenso dringliches wie visionäres Thema hat das Hochschule Pforzheim-Magazin ein aktuelles Problem aufgegriffen, das unsere Zeit entscheidend prägt. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe unseres Magazins wieder zu Gast sind. Bleiben Sie gesund, bis dahin. Weniger ist mehr, wird Ihnen präsentiert von der PSD Bank Karlsruhe Neustadt AG.